Herzlich willkommen bei Vier Räder. Ich sitze in meinem aktuellen Testwagen, dem Volkswagen ID.7 Tourer in der Pro S Variante. Und ich öffne das Video anders als sonst. Das hat einen Grund, denn heute haben wir eine besondere Mission mit diesem Testwagen. Wir haben hier das Fahrzeug mit einer sehr hohen Reichweite, zumindest angegeben laut Hersteller. Und wir schauen heute mal, wie verhält sich das Fahrzeug denn auf der Autobahn. Wir unternehmen eine längere Autobahnetappe. Ich fahre aber relativ normal. Ja, ich halte mich weitestgehend an die Richtgeschwindigkeit 130. Aber ich habe gerade Lenkradheizung an, ich habe gerade Sitzheizung an. Wir schauen mal, wie das jetzt funktioniert. Und da Autobahnfahren ansonsten alleine sehr, sehr langweilig sein kann, begrüße ich jetzt gleich meinen Mitfahrer. Moin Jonas, grüß dich. Hallo Mike, guten Morgen. Du bist live in Kamera. Wunderbar. Also live nicht ganz. So. Grüß dich erstmal, ne? Na, Mike, hallo. Ihr habt Mike bisher ja nicht wirklich gesehen in der Kamera, aber du warst schon ein paar Mal dabei bei uns. Oder bei Vier Räder, bei mir. Ja, das stimmt, ja. Bei BYD zuletzt. Richtig, genau. Und wenn du dich ganz lange zurückerinnerst, in Köln. Ja, natürlich. Köln war ein Highlight doch damals, das weiß ich noch. Gerade für unseren Rennsport-Fan Mike war das ein Highlight. Eben. Genau, vollkommen richtig. Ich habe eben schon gesagt, wir wollen heute Autobahn fahren. Ich habe noch nicht gesagt, wo es hingeht. Willst du die Bombe platzen lassen? Wo geht's hin? Ja, wir haben heute was. Ja, es ist vielleicht naheliegend, vielleicht auch nicht. Aber natürlich passt zu diesem schönen Gefährt, das Jonas mitgebracht hat. Geht es, wie könnte es besser sein, in die Autostadt von VW? Genau. Wir fahren nach Wolfsburg. Es geht nach Wolfsburg, genau. Es geht in die Autostadt nach Wolfsburg. Für mich erstmal nichts Besonderes. Ich war schon ein paar Mal da. Für meinen Beifahrer allerdings was Besonderes, weil der war noch nie da. Richtig, und ja. Da bin ich richtig gespannt, Mike, wie du es findest. Wie du so, gerade so, klar, VW-Affine gehen da sofort hin. Die gucken sich die ganze Historie an und so weiter, die neuen Autos. Aber gerade für dich vielleicht auch, ne? Ja, aber gerade, wie gesagt, Rennsport eher begeistert. Findest du vielleicht auch da was für dich oder so, was Interessantes? Mhm. Wir gucken mal. Und das eben verbunden mit der Autobahnfahrt, habe eben schon gesagt, wir fahren normale Geschwindigkeit, 130 Richtgeschwindigkeit weitestgehend. Wir gucken mal, wir haben jetzt 93% im Akku, das Auto sagt mir 503 Kilometer. Rein von der Sache her haben wir die Werksangabe 690, allerdings das bei 100% und natürlich laut WLTP. Also die Realitätsfähigkeit dieses Wertes ist immer ein bisschen schwierig, ne? Das kriegt ihr auf jeden Fall schon mit in meinen Tests. Wir gucken mal, wie weit wir was haben, wir fragen einfach mal Ida. Hallo Ida. Navigiere mich in die Autostadt nach Wolfsburg. Es sind mehrere Suchergebnisse vorhanden. Bitte wähle einen Eintrag aus der Liste aus. Nummer 1. Zeile 1. Autostadt Wolfsburg, Parkstraße 1. Los geht's. Das Ziel liegt an einer durchfahrtsbeschränkten Straße. Okay. Parkstraße 1 habe ich mal angewählt, weil da auch der Parkplatz dementsprechend ist. 235 Kilometer haben wir. Wir haben noch, jetzt hat er gerade reduziert, 449. Warum hat er reduziert? Weil er weiß, wir fahren jetzt Autobahn. Ich fahre also ein bisschen schneller, dadurch wird er mehr Strom verbrauchen. Laut Adam Riese kommen wir mit diesem Wert jetzt nicht hin und zurück. Wir gucken mal, wie wir es hinbekommen. Es soll auch kein Hypermailing sein. Es bleibt einfach so, wir fahren Autobahn ganz normal. Wir kommen an, entspannt. Du darfst auch keine Sitzheizung bedienen, Mike. Du musst ja nicht frieren. Wir machen ja alles. Ach ja, alles gut. Aus. Ich schau mir das gleich nochmal an. Weil ich hab's nämlich sogar. Und Lenkradheizung ist irgendwie so mein Favorit. Sehr schön. Wir gucken mal. Ich würde sagen, wir treten die Reise an. Ihr seid dabei. Also viel Spaß mit dem neuen Video hier bei Vier Räder. Wir holen das gleich mal dazu, denn Mike hat eine interessante Frage gestellt. Er hat gerade hier aufs Navi geschaut. Ich hoffe, ihr habt das vorhin auch schon gesehen beim Eingeben, weil es könnte sein, dass meine Kamera aus war. Demnächst rechts abfahren und der A10 folgen in Richtung Magdeburg. Hört ich den Navi ansagen. Ne? Wir haben ja 235 Kilometer, glaube ich, in der Anzeige gehabt. Ne? Oder 230, glaube ich. Ja, genau. Fahren aus Berlin nach Wolfsburg. Ne? Also das ist nicht so der Hit. Wir haben ein bisschen Verkehrsstörungen, wie das Navi sagt. Also wir haben noch bis 10.50 Uhr Fahrzeit. Dachte ich eventuell etwas früher da, aber das kriegen wir hin. Mike fragte gerade ganz cool, was sind das hier für Punkte? 22 kW, 300 kW und so weiter, die jetzt hier im Navi auftauchen. Das sind in der Tat die Ladesäule, wie du gerade schon gesagt hast.
Du hast unterteilt die halt in 22 kW, das ist AC, das ist halt Wechselstrom, dauert nicht länger. Bitte an der zweiten Ausfahrt rechts abfahren und der A10 folgen in Richtung Magdeburg. Die Dame hat immer aussprechen lassen. Und 300 kW. 300 kW sind die Schnellladesäulen, die wir auch wahrscheinlich nutzen werden, wenn wir auf der Autobahn fahren. Vielleicht habe ich sogar den Plan, in der Autostadt zu laden. Da werde ich auch mal schauen, wie dann der Akkustand ist, wenn wir ankommen. Momentan haben wir jetzt 90%, sind aber auch erst jetzt rechts abfahren und der A10 folgen in Richtung Magdeburg. Genau, wir fahren jetzt runter auf die Autobahn, Autobahn A10. Nochmal zur Erinnerung, wir bleiben auf der Autobahn etwa bei einer Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, also wie man fahren sollte. Ja klar, andere bitte fahren 37 Kilometer ein bisschen der länger folgen. Oder ein bisschen schneller, länger fahren wir, aber ein bisschen schneller in dem Moment. Mache ich als Verbrennerfahrer dann auch, und wenn ich euch nicht dabei hätte, wenn wir hier nicht den gleichen Reichweitenanspruch hätten, würde ich das wahrscheinlich auch tun. Wir schauen mal, wie wir in den Verkehrsfluss passen und starten jetzt auf der Autobahn. Status-Update von uns. Wir sind auf der Autobahn A2 unterwegs, haben die A10 hinter uns gebracht. Wir hatten ein bisschen schon Verkehrsstörung, aber es ging eigentlich in Ordnung. Navi hat sich auch wieder ein bisschen gefangen von der Ankunftszeit. Wir fahren gerade hier 124 km/h. Ich halte mich so an die 130 Richtgeschwindigkeit. Ich kann euch nochmal sagen, wir überholen gerade ein paar neue Tesla. Hier in der Gegend rund um Berlin keine Besonderheit. Wie findest du die rote Farbe, Mike? Hast du gesehen eben? Ja, habe ich gesehen. Ja, an sich ganz schick. Also wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber ich finde es nicht ganz verkehrt. Ganz cool, die sind wirklich kirschrot eigentlich. Ja. Finde ich ganz interessant. Gut, wir kommen aber zu unserer Tour zurück. Mike hat gerade eine sehr interessante Frage gestellt. Willst du die nochmal kurz wiederholen? Es hatte das Thema Rekuperation. Ja, genau. Also, wie vorhin schon quasi ein wenig erklärt wurde, ich bin ein großer Motorsport-Fan und bin halt auch in der Formel 1 seit vielen Jahren zu Hause, und ja, wenn ich dann mal die Gelegenheit habe, mit einem Experten hier an meiner Seite zu sprechen, dann stelle ich auch mal gerne ein paar blöde Fragen, versuche ein bisschen was rauszukitzeln, und ja, mich interessiert dann halt zum Beispiel oft immer, wie Systeme aus dem Motorsport oder aus der Formel 1 quasi in den Serienbetrieb eingebracht werden können. Und da hatte sich jetzt mir die Frage gestellt, in der Formel 1 ist es zum Beispiel so der Fall, die fahren ja seit 2014 auch mit Hybridmotoren, also sind auch teils elektrisch motorisiert, und die rekuperieren durch Bremskraft quasi einen Teil dieser elektrischen Energie, und da hatte sich halt mir die Frage gestellt, ist das mittlerweile auch schon im Serienbetrieb angekommen, weil ich da halt nicht so zu Hause bin? Interessante Frage deshalb, weil es ein großer Teil beim E-Auto ist. Also ja, Mike, genau, die Rekuperation, genauso wie du es in der Formel 1 hast, ist auch hier im E-Auto wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe hier bei dem ID.7 nicht so viele manuelle Möglichkeiten, wo ich drauf eingreifen kann. Ich habe hier den Getriebebehälter auf der rechten Seite, siehst du vielleicht hier, da habe ich oben jetzt gerade das B-Leuchten. Das B heißt schon Brake, also Bremsen quasi. Das ist die Rekuperationsstufe, die ist fest. Bei anderen E-Autos kann ich die mit so Schaltwippen einstellen, wo ich sage, okay, ich will viel Rekuperation, ich will wenig haben. Na, damit nutzt er auch das Umkehren des E-Motors, also wie beim Fahrraddynamo könnte man sagen. Ja, genau. Ja. Wie auch in der Formel 1, ne? Um da eben Energie in den Akku zurückzufordern. Das klappt auch ganz gut. Wir haben hier oben so ein kleines Powermeter, ihr seht es vielleicht in der hinteren Kamera, sie läuft sogar. Da habe ich gerade einen kleinen blauen Balken, ich habe ein bisschen Energieabgabe, klar, ich will 130 fahren. Wenn ich jetzt wiederum bremsen würde, würde der grüne Balken ausschlagen und ich hätte die Rekuperation, ja, würde da Energie zurückfahren. Das Ganze klappt also auch beim E-Auto ganz gut. Du kannst da gerade zum Beispiel in der Stadt sehr viel Energie zurückgewinnen, so dass der Verbrauch in der Stadt wirklich sehr stark zurückgeht. Hier auf der Autobahn spielt die Rekuperation leider nicht so wirklich die Rolle. Klar, wenn ich bremse, wird auch die Rekuperationsbremse genutzt, aber das ist halt selten der Fall, wenn ich jetzt hier 130 Tempomat fahre. Ja, ne? Aber ja, du hast recht. Und ganz interessant, beim UberDC, den hat nämlich Mike auch gesehen, der ist auch mitgefahren, da hatten wir so eine Rekuperation, ich glaube, von maximal sogar 70 kW.
also umgerechnet so 100 PS könnte man sagen. Schon gar nicht so schlecht, finde ich, so als Rekuperationsstärke, so als Stärke, die der die E-Motor so als Gegendruck aufbaut, könnte man sagen. Ne? Also eine ganz coole Sache. Das Interessante ist auch, dass bei der Formel 1, weil in dem Thema stecke ich gar nicht so drin, da unterhalte ich mich super gerne mit Mike, dass da auch mittlerweile so stark eben auf die Effizienz geachtet werden muss, das finde ich sehr interessant. Ne? Wir kennen es aus Berlin zum Beispiel, wir haben auch die Formel E jedes Jahr ja in Berlin. Waren wir jetzt noch nicht in dem Fall, ne? Wäre vielleicht auch mal eine Variante, wo wir euch mitnehmen können. Ja, klar. Wo halt auch schon Effizienz, alternative Antriebe halt mit drin sind im Motorsport. Ne? Und das finde ich interessant daran, wo viele ja die Angst hatten, die E-Mobilität kam auf, Autofahren wird so emotionslos und jedes Auto ist gleich, hat nur hat keinen Sound mehr. Das gibt es heute. Eine Formel 1 mit hybridisierten Autos, eine Formel E, ein Hyundai Ioniq 5N, der einen künstlichen Motorsound hat. Also klar, für manche fehlt das immer noch, den alten V8 haben wollen, aber trotzdem, ich finde, es gibt da trotzdem genug Unterscheidungen und da kann man trotzdem sein Fahren, sein Auto, seine Autoleidenschaft ausleben, auch mit elektrischen Fahrzeugen. Außentemperatur 4 Grad, sagt mir das Auto gerade. Ne? Also ich habe euch gar nicht berichtet, auch welche Bedingungen wir haben. Klar, also wir fahren von Berlin nach Wolfsburg, habe ich schon erwähnt mehrfach. Wir haben aber Oktober, ne? Und wir haben jetzt 4 Grad, das ist schon echt wenig, finde ich. Also die letzten Tage war es irgendwie ein bisschen wärmer. Und das ist natürlich auch nochmal Stress für den Akku. Wir gucken uns mal kurz den Verbrauch an, den ich hier habe. Ich habe natürlich vor Fahrtantritt genullt. Wir sind so ungefähr, es müssen schon fast 100 Kilometer sein mittlerweile. Und haben jetzt 20,9 Kilowattstunden Stromverbrauch auf 100 Kilometer. Das ist so, wie ich erwartet hatte. Ich sagte schon mal vorhin, ungefähr so 20 wird es wahrscheinlich sein. Ich verhalte mich an die 130, gerade ist jetzt hier Travel Assist 130 drin, also Tempomat durchgehend. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch so zeigt. Wir haben schon ein bisschen über den ID.7 gesprochen. Ihr wart eben nicht dabei, ich könnte immer die Kamera laufen lassen, aber hätte ich einen Spielfilm wahrscheinlich am Ende. Das war ganz interessant, weil Mike sich auch vorher ein bisschen über den ID.7 informiert hat auch. Damit man weiß, in welchem Auto er sitzt, in welches er einsteigen muss eigentlich. Ja, richtig, ja. Und da würde ich mal sagen, ID.7 Tourer Pro S ist ja ein Langstreckenauto. Was interessiert dich, Mike, wenn du im Auto sitzt, jetzt als Beifahrer, gerade weil ich bin Fahrer, ich kann es vielleicht nicht so beurteilen, was ein Beifahrer noch haben möchte. Als Langstreckenauto, was interessiert dich jetzt am meisten? Was willst du haben, so, wenn du jetzt längere Strecken fährst im Auto? Tatsächlich wäre bei mir sowohl als Fahrer als auch als Beifahrer sehr wichtig, dass es möglichst schon komfortabel ist und die Geräuschkulisse jetzt einen quasi nicht erdrückt über stundenlang quasi. Wie beurteilst du das beim ID.7? Du bist ja schon ein bisschen mitgefahren mit dem Auto hier. Ja, bisher sehr angenehm. Also man hat kaum bis gar keine Neben- oder Störgeräusche von außen, wenn man so mitbekommt. Also schon sehr, sehr ruhig. Für mein Empfinden, ich habe jetzt nicht die große Erfahrung, aber würde ich das einfach beurteilen. Nee, hast du vollkommen recht. Also wir haben hier vorne immer Dämmglas, so eine Schicht zwischen einer Glasscheibe. Hier an der Seite auch, die beiden Seitenscheiben. Also da schirmt er das schon echt gut ab. Es gibt noch Autos, die haben noch eine deutlich bessere Dämmung. Audi A8 bin ich kürzlich mal gefahren zum Beispiel. Da kommst du, machst die Tür zu, bist da quasi in einer anderen Welt. Auch geräuschlich. Ja, das ist immer cool, ja. Das ist wirklich cool. Aber auch der BYD-C hat eine echt gute Dämmung. Das hatte ich auch im Test sogar bemerkt, glaube ich, mit dem wir gefahren sind. Aber das ist schon echt gut hier. Also für mich als Fahrer auch nochmal, klar, Fahrkomfort, wie gerade Mike sagte, ne, vollkommen richtig. Wir haben hier auch nochmal ein DCC-Fahrwerk. Das kann ich einstellen. Ne? Da kann ich hier quasi gehen über Mode und kann hier sagen, Eco, Komfort, Sport und so weiter. Individuell kann ich dir mal zeigen. Da hast du hier nochmal die Einstellmöglichkeiten, wo ich das Fahrwerk auch nochmal separat einstellen kann. Ich mag Komfort am meisten. Ja, ich achte auf die Straße. Und ich mag Komfort am meisten, weil es einfach gerade für so eine Langstrecke halt sehr gut passt. Ne? Weil ich halt da ein schön weiches Fahrwerk habe. Ne? Ja, ohne dass es schwingt oder so. Also klar, auf der Rennstrecke bevorzuge ich dann natürlich schon eher das eine harte Abstimmung, ne, bei den Dämpfern und Federn. Aber ja, da sind wir gerade nicht unterwegs, deswegen auch ganz entspannt hier, schön komfortmäßig.
Wir können das so machen, Mike, aber dann müssen wir bei der Hintour laden wahrscheinlich. Nee, Quatsch. Ich halte mich hier wirklich an die 130, na auch, aber Mike hat recht. Mike, du kannst das Auto wirklich sehr, sehr schön differenzieren dabei. Du kannst halt sagen, ich will jetzt Langstrecke fahren, ich will komfortabel unterwegs sein. Ja. Wenn ich aber mal einen Alpenpass runterfahren möchte oder was, packe ich einen Sport rein, habe ein sportliches Auto. Ja, das macht halt ein Langstreckenauto aus, aber natürlich auch eine Reichweite. Ne? Und 690 Kilometer, ich hatte den gestern aufgeladen, den waren auf 100%, schön per AC, schön schonend fürs Auto. Da hatte ich dann draufstehen 540 Kilometer. Also er gewöhnt sich auch so ein bisschen an meinen Fahrzyklus, wie ich so fahre. Ich bin den Wagen weitestgehend bisher auf Bundesstraßen gefahren, auch bei 120 km/h. Also konnte er sich in unsere Tour eigentlich schon ganz gut gewöhnen, könnte man sagen. Wir haben jetzt als kleinen Zwischenstand einen Akku von 71% und eine Reichweite von 335 Kilometer. Hat also schon ein bisschen abgenommen. Man merkt halt, was die Autobahn-Etappe in dem Auto eben abfordert und auch die niedrigen Temperaturen. Verbrauch 20,9 Kilowattstunden geht immer noch in Ordnung, finde ich, für die Strecke. Und was ganz interessant ist auch, wir haben hier bei dem Auto dabei die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe sorgt dafür, dass die Abwärme aus dem Akku genutzt werden kann, um den Wagen zu heizen. Wir haben uns hier mollige 22 Grad eingestellt. Ja, genau. Und das würde bei einem Auto, was die Wärmepumpe nicht hat, reines elektrische Energie benötigt werden. Und wenn du elektrisch heizt, verbrauchst du halt eine Menge Energie. Ja, und klar. Genau, also wie bei so einem Heizlüfter, wenn man zu Hause so in eine Steckdose steckt, kannst du die nächste Stromrechnung kannst du gar nicht bezahlen. Und bei dem hier ist das wirklich eine gute Sache. Die ist aber optional, die müsst ihr euch dazu kaufen. Beim ID7 Tourer, die ist nicht serienmäßig. Ich hätte noch on the fly eine kurze Zwischenfrage, wenn es gestattet ist. Ja. Zu einem Thema, was du gerade auch schon aufgegriffen hattest, nämlich der Umgebungstemperatur. Ja. Ich habe auch heute Morgen festgestellt, oh, es sei doch ein bisschen frisch. So wird sich das Auto auch gefühlt haben, nehme ich an. Was wäre denn so die gewünschte oder optimale Temperatur für das, also für ein optimales Betriebsfenster, um quasi die maximale oder die bestmögliche Kapazität aus dem Akku rauszuholen? Oder kann man das ungefähr beziffern, irgendwie, dass man, ja, wenn es halt zu kalt ist, dass man dann irgendwie 5% an Akkuleistung quasi verliert? So in etwa, das wäre so meine Frage. Da melden sich jetzt sicherlich ganz viele Techniker, die jetzt meinen Wert aushebeln werden, den ich jetzt sagen werde. Ich denke, anders als bei einem Verbrenner, wo du die Klima dann eben laufen lässt und so weiter, klar hier auch, hast du aber bei den höheren Temperaturen weniger Probleme als bei wirklich kalten. Na, du hast hier bei 4 Grad oder 4,5 Grad schon einen merklichen Verlust wiederum. Wenn du minus 10 Grad hast, hast du eben noch einen deutlicheren Verlust. Ja, klar. Ja. Na, dann ist der Akku halt dafür nicht so vorbereitet, eines Teils die Energieabgabe so zu machen. Bei den ID-Modellen ist es auch so, die zeigen diesen Balken dann kürzer an diesem blauen hier, diese Energieabgabe, wenn du eben so eine kalte Temperatur hast, weil der Wagen das nicht abfordern kann in dem Moment. Das Gute ist aber wiederum bei dem Auto hier, der kann den Akku vorkonditionieren. Wenn ich jetzt sage, ich lade jetzt Blitzer, danke Time Travel Assist, ne, also 120 durchgehen, ich kann den Akku vorkonditionieren, der wird da geheizt und wird dann eben für schnelle Laden vorbereitet sozusagen. Ja, ja. Auch eine gute Sache. Aber es hat, wie du sagst, schon einen sehr großen Einfluss. Ich würde den optimalen Wert so bei 15 bis 20 Grad sehen. Also im Mittelwert, ne, eigentlich von Temperatur. Witzigerweise dürfte das so die Durchschnittsgeschwindigkeit in Deutschland sein. Ich weiß es gerade gar nicht. Was haben wir für eine Durchschnittsgeschwindigkeit in Deutschland? Geschwindigkeit? Temperatur. Temperatur, ja. Genau. Für Temperatur natürlich. Übers ganze Jahr. Ja, übers ganze Jahr. Ist das so nicht? Ist es weniger? Also 20 auf gar keinen Fall. Nee, also da müssen wir noch ein bisschen CO2, glaube ich, die nächsten Jahre ausstoßen, ja, damit wir das irgendwann erreichen. Aber ich glaube, wir sind auf dem guten Weg dahin. Oh Gott, ja. Ja, du siehst es auch. Oh, ich hätte so grob gesagt zwischen 13 bis maximal 15, eher so Richtung 13, so hätte ich gesagt. Könnte sein. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben und uns berichtigen. Gute Idee. Unter Halbwissen. Ja, also gefährliches Halbwissen, genau. Gut, wir fahren erstmal eine Runde weiter. Danke für die Frage, Mike, auf jeden Fall. Gerne. Ich hoffe, ich konnte sie einigermaßen fachgerecht beantworten. Und wir fahren mal eine Runde weiter und gucken uns mal weiter die Autobahn an. Weiteres Status-Update von uns von der
Autobahn. Wir haben noch 88 Kilometer vor uns, also nicht mehr so viel. Und haben jetzt noch gerade 55% im Akku. Also Mike, mit einem Akku wird es schwierig, nur zurückzukommen. Ja, das denke ich auch. Wie wir gerade festgestellt haben. Ne? Wir sollten also laden. Ich schaue mal, vielleicht lade ich sogar in der Autostadt und zeige euch auch nochmal so ein bisschen die Ladeinfrastruktur. Mal gucken. Na, was das so für den ID.7 Tourer Pro S als Langstrecken-E-Fahrzeug bedeutet, wenn wir gleich laden müssen oder wenn wir diesen Wert jetzt hier haben, das sage ich euch später. Ne? Ich möchte jetzt auf was anderes kommen bei dem Auto, was nochmal sehr entspannt ist. Wir haben ja schon den Langstreckenkomfort so ein bisschen beurteilt vorhin. Fahrassistenzsystem haben wir in dem Auto natürlich haufenweise. Und ich fahre, glaube ich, seit, weiß ich nicht, 100 Kilometern mit dem Travel Assist. Und ich will euch mal kurz zeigen, weil hier kann ich es mal besser machen als in meinen anderen Videos, wo ich halt nicht so lange Autobahn fahre. Ich habe hier jetzt die Geschwindigkeit eingestellt, die ich fahren möchte, 130. Ne? Der Wagen hält es automatisch in Abstand zum Vordermann, zu dem LKW zum Beispiel. Wie ihr jetzt seht, kann ich aber auch einen autonomen Spurwechsel vollziehen. Ne? Einmal links blinken, der Wagen zeigt mir das im Head-Up-Display auch schön an. Und das Ganze kann ich jetzt nochmal nach rechts machen. Ihr seht das immer an den Pfeilen, die links und rechts neben dem Auto sind. Kombi-Instrument, aber ich sehe es auch im Head-Up-Display. Und das macht das Fahren halt nochmal ein bisschen entspannter, finde ich. Ne? Das Ganze ist optional, ACC ist serienmäßig sogar. Also dass die Geschwindigkeit hält, das ist serienmäßig und die Abstand zum Vordermann. Aber es ist das System Travel Assist, wo eben auch der Spurwechsel drin ist, halt optional. Und finde ich aber eine schöne Sache, würde ich auf jeden Fall bestellen. Erleichtert halt nochmal so ein bisschen den ganzen Fahrkomfort. Und alles andere hat er auch. Ein Totwinkelwarner hilft mir auch gut. Ne? Also zeigt mir an, ob ich jemanden Totwinkel habe zum Beispiel. Ne? Also da ist er schon echt entspannt unterwegs, gerade mit dem vielen Fahrassistenzsystem. Wir fahren mal weiter und melden uns wahrscheinlich das nächste Mal, wenn wir kurz vor der Autostadt sind. Das weitere Update kommt schneller als gedacht. Wir fahren ab von der Autobahn. Das finde ich jetzt als Highlight. Rechts abfahren und der B1 folgen in Richtung Tundersleben. Warte ich schon mal in Tundersleben? Ich nicht. Ich auch nicht. Du auch nicht, Mike? Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht, was da zu sehen gibt. Ich grüße alle Tundersleben. Aber jedenfalls finde ich das ganz interessant, weil wir so auf der Bundesstraße noch ein bisschen Strom sparen können. Das könnte natürlich ganz interessant werden jetzt, was den Stromverbrauch anbelangt, weil wir Autobahnen natürlich andere Geschwindigkeiten haben als auf der Bundesstraße. Und da wählt jetzt gerade unser Volkswagen die Abfahrt hier. Ich hoffe, das war auch eine gute Idee. Du hast gerade mal bei Google Maps geschaut, Mike, ne? Ja. Was der Vergleich war. Wir waren da irgendwie 5 Minuten schneller bei Google Maps, ne? Ja, ja, war ganz knapp, ja. Hast du gesehen, ob der auf der Autobahn geblieben wäre? Auf die B1 in Richtung Tundersleben. Nicht so drauf gedacht. Ich kann nochmal schauen, ob wir... Guck mal, aber das fände ich jetzt wirklich interessant. Noch mal sehen kann. Jetzt links abbiegen auf die B1 in Richtung Tundersleben. Ihr habt vielleicht auch eben das schöne ID Light vorne gesehen. Das visualisiert nochmal, wo ich hinfahren soll mit diesem kleinen Lichtstreifen. Und ich finde auch wirklich cool das Head-Up-Display mit der Augmented Reality, wo jetzt so eine Pfeile vor mir sind, so ein Waypoint quasi, wo ich dann nach links abbiegen soll, der halt immer näher kommt. Das finde ich eine coole Sache. So, als wenn der auf der Straße befestigt ist. Das nur mal so als Nebenbei-Bemerkung. So, also ich kann noch mal verifizieren. Ja, laut Google Maps sollten wir auf der Autobahn weiterfahren. Okay, auch das natürlich. Allerdings mit dem Zusatz, sorry. Hatte ich glaube vorhin schon mal gesagt, dass da auch gleich eine Baustelle, eine etwas längere sein soll. Bitte 6 Kilometer der eventuell B1 fahren folgen. Wir deswegen gerade von der Autobahn ab. Laut VW Navi, also das wäre meine Vermutung. Weil zeitlich sehe ich jetzt hier immer noch 1 Stunde 2 Minuten und hier VW sagt 1 Stunde 3 Minuten, also 1 Minute Unterschied, also quasi okay. Identisch. Ja, ja. Wir sind zurück und zurück auf der Autobahn von unserer Landparty. Wir sind gerade bis Helmstedt einmal Bundesstraße gefahren. Das Interessante war gewesen, dass eben Google das nicht so getan hätte, zumindest nicht in dieser zeitlichen Länge. Das muss sich anscheinend gelohnt haben. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt für meinen Stromverbrauch. Da habe ich jetzt nämlich auch nur, nein, ich habe mir gerade die Lenkradheizung eingeschaltet.
Mann. 20,45 fahre aus wie der Autobahn, ne? 20,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer im Mix. Das ist ganz okay und das erfüllt genau meine Bedingungen, könnte man eigentlich sagen, was ich eben gerne gehabt hätte. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Jetzt kommen wir wirklich erst wieder, wenn wir kurz vor der Autostadt sind. Jetzt rechts abbiegen in Richtung Autostadt. So, ihr Lieben, habt ihr eben Durchfahrtsbeschränkung voraus gehört vom Navi. Wir fahren in die Autostadt und sind gleich bitte angekommen. Bitte die zweite Ausfahrt und der VW Mittelstraße weiter folgen. Okay. Aber vor uns ist der VW Wolf. Also der Wolfsburg Wolf, genau. Ja, stimmt. So, dann kann ich gleich zeigen, wo das Stadion oder was. Wir kommen erstmal, wir gucken mal, wo ich jetzt laden kann, weil ich habe mich Durchfahrtsbeschränkung voraus. Ja, danke schön, ich weiß, dass ich da bin. So, ich habe mich jetzt nämlich dafür entschieden zu laden. Und ihr seht gleich warum, weil ich nämlich nicht mehr so viel im Akku habe. Wie viel das ist, das will ich euch gleich zeigen. So, ihr Lieben, habt eben die Einfahrt gesehen. Wir sind in der Autostadt angekommen und jetzt zeige ich euch mal, was denn mein ID.7 Tourer als Pro S hier so verbraucht hat auf der Fahrt hin. So, ich mache nochmal kurz die Zündung für euch an und wie ihr seht hier auf der rechten Seite unten, wir haben 37% und können noch 178 Kilometer fahren. Was sagt uns das, Mike? Wir kommen nicht nach Hause. Ne, wir müssen beide hier bleiben heute. Das entscheiden wir gleich, ob das schlimm ist. Nee, wir gucken uns jetzt hier erstmal auf dem Display mal schnell an, wie es hier aussieht. So, ins Fahrzeug rein, in den Status. Ich habe natürlich vor Fahrtantritt genullt. Ja, ich kann ab Start eigentlich auch direkt lassen. Und da seht ihr schon, oh, guck mal, 19,6 Kilowattstunden. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also weniger als ich dachte. Trotzdem kommen wir nicht ganz hin. Ich bin mit knapp 93% losgefahren. Mike hat es die Aufgabe zu rechnen in der Zeit, während ich weiter moderiere, wie viel Prozent wir verbraucht haben. Nee, das hat auch 89 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Ist ein bisschen weniger, weil wir eben mal ein bisschen über Land gefahren sind auch. Ne? 12 Stunden 43, dafür schon ganz schön ordentlich, 242 Kilometer. Ihr könnt jetzt sagen, 242 Kilometer sind wir gefahren, 178 haben wir noch, ne? Also kommt da auch schon ein ganz ansehnlicher Wert raus. Wir stöpseln ja gleich mal an, wir stehen an der Typ 2 Ladesäule und dann geht es gleich weiter. So, angekommen in der Autostadt, Tür geht zu und wir werden jetzt mal eine Runde laden. Wir haben hier diese wunderbaren E-Stationen. Es gibt ja auch einige andere Ladesäulen, wie ihr seht. Ich habe hier vorne auch zum Beispiel eine ganze Powerbank. Deswegen ist die so riesig. Die kann die Energie nochmal besser speichern zum Beispiel. Hier mal ein Bus zum Beispiel, der hier die Leute auch hin und her fährt. Aber auch hier zum Beispiel eine ganze Menge Ladesäulen auf diesen schönen grünen Parkplätzen. Wir schließen dann jetzt hier mal unseren ID.7 an. So, wir stehen natürlich ein bisschen länger hier, deswegen lade ich nur mit Typ 2. Das ist in dem Moment erstmal vollkommen ausreichend. Wir lassen das hier einfach alles so. Sonst könnte ich natürlich auch hier mit 150 kW laden, aber das ist jetzt hier erstmal nicht notwendig. So, ich habe dann die Ladekarte bei mir, die brauche ich jetzt auch zum Starten des Ladevorgangs einmal. Das Zeichen sieht mir ganz gut aus. Links Autorisierung erfolgreich, warte auf Fahrzeug und wir gucken gleich mal hier, wie unser Auto anfängt zu laden. Ui, 6 Stunden 20 zeigt er an. Mike, wir haben viel Zeit in der Autostadt. Wir können 6 Stunden 20 hier bleiben. Der Wagen zeigt es nämlich an. Nein, es wird es sicherlich nur ein bisschen erweitern, denke ich mal. Der ID.7 Tourer Pro S lädt mit maximal 11 kW an der Typ 2 Säule. Ja, ich sage schon 5 Stunden 30 an, also es wird schon ein bisschen schneller. Wir gehen jetzt rein in die Autostadt gleich. Ne? Die seht ihr schon hinter mir einmal. Das Ganze hier gibt es seit 2000 genau, die Autostadt. Und was hier denn zu sehen gibt, seht ihr gleich. Ja, willkommen in der Autostadt nochmal. Was kann man hier alles Schönes machen? Natürlich wisst ihr sicherlich, wenn ihr einen Volkswagen habt, gerade erst recht, hat euch euer Volkswagen-Partner, als ihr einen neuen Wagen bestellt habt,
gefragt, okay, wollt ihr euer Auto vielleicht in Wolfsburg abholen, denn das ist hier nämlich möglich. Das ist eine große Sache der Autostadt, ne? Ihr könnt das Auto hier abholen, aber auch wenn ihr nicht gerade Neuwagen abholt, könnt ihr herkommen, ihr habt hier sehr viele Programme, ihr habt hier ein Automuseum, ihr habt verschiedene Markenpavillons, ihr habt coole Restaurants und so weiter und so fort. Auch besondere Sachen zum Beispiel rund ums Jahr, es gibt bald wieder eine Winterwelt und so weiter und so fort. Es ist eigentlich ein großer Erlebnispark und es ist auch einer der größten Freizeitparks Deutschlands, wenn man rein die Fläche beachtet. Wir laufen hier direkt am Mittellandkanal lang übrigens und da hinten ist ganz interessant auch nochmal die Offroad-Strecke, der Offroad-Park sozusagen. Und da gibt es nachher auch nochmal eine kleine Überraschung. Tickets kosten, glaube ich, 18 Euro, ermäßigt sind es 14. Kinder ab 6 Jahre zahlen 6 Euro, glaube ich. Und darunter ist man dann kostenfrei drin. Ne? Genau, das nochmal so als Info für euch. Wir gehen rein, gucken uns was an. Wir sind hier in der Empfangshalle, könnte man eigentlich sagen. Hinter uns seht ihr die große Weltkugel hier auf jeden Fall. Ne? Hier ist der Welcome Desk hinten, ne? Da wird man begrüßt quasi. Ne? Und da kann man hier Tickets kaufen zum Beispiel. Wir gehen jetzt aber als erstes woanders hin. Nämlich hier vorne rein in die Konzernwelt. Da steht 50 Jahre Golf dran und da gehen wir jetzt mal rein. Wir zeigen euch jetzt die wichtigsten Sachen, die ihr hier in der Autostadt erleben solltet. Ich zeige euch sicherlich nicht alles, weil das passt einfach nicht ins Video rein. Die Autostadt ist wirklich groß. Wir haben hier ein super großes Gelände mit vielen Markenpavillons. Golf, es gibt wenige Menschen irgendwie, die in Deutschland noch kein Golf gefahren sind. Das ist ganz witzig irgendwie. Das ist halt so ein bisschen das ikonische Fahrzeug, ne? Ja. Der typische Golf. Wir stehen hier gerade vor einem auch sehr schönen Golf Cabrio. Wenn ihr meinen Kanal weiterverfolgt habt, du hast ihn vielleicht gesehen, Mike, habt ihr vielleicht schon gesehen, ich hatte neulich einen Golf 2 Cabrio, ja, auch Golf 2, im Test. Der stand sonst immer in dem Automuseum, dem hiesigen. Ich mochte den Golf 5 eigentlich sehr, von dem sieht man auch noch viel auf der Straße. Aber ein Golf mit einem Heckmotor? Wie kam es dazu? Also, ja, gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Also es war ein Versuch. Ich glaube, der wurde... War das eine Studie gewesen? Ja. Oder? Also das wurde nie in Serie quasi... Ich glaube, das war eine Studie für den Wörthersee. Es gab mal das GTI-Treffen am Wörthersee. Ja, ja. Leider gibt es das nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte es gerne mal besucht, aber es gibt es leider nicht mehr. Schade, ja. Schön, wenn man mal so ein Auto für sich alleine hat, wie hier diesen gerade Golf 8.5R. Er ist natürlich jetzt vorgestellt worden, ne? Das war hier so ein bisschen die Studie zu Beginn, ne? Noch mit abgeklebten Scheinwerfern zum Beispiel, ne? Die sich ja ein bisschen verändert haben beim neuen Golf, ja, hast du mir auf dem Kanal gesehen. Ne? Auch ein sehr interessantes Fahrzeug, hier noch mit dem Notausknopf. Guck mal hier mal, zum Beispiel in der Mitte, ne? Auch ganz cool. Auf dem Becherhalter quasi. Und das ist jetzt hier halt der Golf R, 333 PS hat er, ne? Ist hier aber nur eine seriennahe Studie. Ich finde, das Besondere der Autostadt ist auch der große Park. So ist es einfach kein Automuseum, wie Sie kennen. Ihr geht rein und guckt euch ein paar Autos an und geht wieder raus. Hier ist es auch was für jemanden, der vielleicht einfach nur, weiß ich nicht, sich mal entspannen möchte oder was, ne? Und sich irgendwo hinsetzen möchte, einen kleinen Kaffee trinken möchte, während sich ein anderer die Autos anguckt. Ne? Also da kann man das gut verbinden, auch wenn man hier einen Familienausflug macht sozusagen. Ne? Das finde ich da ganz schön. Ne? Und hier hinter mir seht ihr halt mal diesen ganzen Park jetzt schön mit schickem Herbstlaub auf jeden Fall und meine Begleitung Mike sagte schon, der kennt vom Vorbeifahren zum Beispiel hier diese großen Türme. Die gehören jetzt zum Volkswagenwerk, die großen Schornsteine hier. Ne? Das ist auch ganz besonders und ja, fällt halt wirklich ins Auge. Ne? So Mike, möchtest du mitfahren mit diesen Karts? Ja. Bin ich ein bisschen klein? Eventuell ein wenig klein, ja. Ein wenig blöd, ne? Könnte man durchaus sagen. Ne? Also, aber interessant ist ja was aufgebaut. Das kenne ich auch nicht so. Aber also die scheinen ja wirklich mal, also ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht jetzt gerade, aber generell wird man mal schon in Benutzung zu sein. Ne? Ja, ja. Auch eine witzige Sache. Auf jeden Fall. Okay, ihr seht ja auch neben noch direkt, wenn ihr jetzt ganz reinzoomen möchtet, da fährt ein ICE gerade vorbei. Ah, ihr könnt hier auch, genau, das ist ja da, was auch lang gefahren sein, Mike. Da könnt ihr auch wirklich ganz entspannt mit der Bahn hierher fahren. Zum Beispiel, wenn ihr ein Auto abholt, weiß nicht, vom Berlin Hauptbahnhof zum Beispiel nach Wolfsburg, wird das auch kein großes Problem sein. Hier haben sogar Tiere gut, wie ihr seht. Mike ist auch gerade die großen Fische hier aufgefallen, die schwimmen echt große Fische lang. Ja. Die gehören auch mit ins Autostadt. Ne? Man sieht auch manchmal hier so auf den Grünflächen ein paar andere Tiere rumlaufen. Ne? Also das ist durchaus recht tierlieb, das Ganze hier. Ne? Und guck mal, die wollen was zu essen haben. Hast du was zu essen dabei? Ja, leider nicht. Ah, nee, wir haben hier was für uns gerade dabei, witzigerweise. Ja. Also, dementsprechend müssen die jetzt leider auch leer ausgehen.
Eine Sache, die ich euch auf jeden Fall noch sagen wollte, ist, dass es in der Autostadt hier auch die schöne Winterwunderland gibt, nämlich vom 29. November bis zum 5. Januar. Das ist mit einem kleinen Wintermarkt versehen. Er hat eine große Eislaufbahn und noch verschiedene andere Attraktionen. Also gerade so eine Sache lohnt sich vielleicht auch euer erster Besuch in der Autostadt. Hier seht ihr schon eine große Besonderheit, die beiden großen, ich glaube 48 Meter hohen Autotürme müssten das sein. Die schauen wir uns später nochmal an. Jetzt geht's mit einer wunderbar netten Kollegin von der Autostadt mit einer kleinen Führung hier in den Volkswagen-Pavillon. Angekommen im Volkswagen-Pavillon haben wir hier die GTX-Modelle einmal, ne? Also die neuen Modelle von Volkswagen, die jetzt hier das GTI Spirit quasi in die Elektromobilität übertragen sollen. Ich glaube, der erste war der ID4 GTX. Wir haben hier den ID3 GTX jetzt einmal dabei, ne? Den es auch als Performance-Variante nochmal gibt. Bin ich sehr gespannt, den nochmal zu testen. Aber auch natürlich hier diese beiden Modelle. Einmal der ID7 GTX. Ja, wäre auch eine schöne persönliche Wahl für mich, muss ich gestehen. Die Limousinen-Variante als sportliche Variante und dahinter nochmal der Tourer auch als GTX-Variante. Es geht weiter mit interessanten Dingen. Wir haben hinter uns die großen Autotürme in der Autostadt und in die geht's jetzt rein. Wir sitzen gerade in der Kabine im Autoturm und machen gleich eine kleine Rundfahrt. Das Interessante ist auch, wir sitzen hier auf Multivan-Gestühl und es geht hoch. Wir sind aktuell ganz oben in den Autoturm, in dem einen Autoturm der Autostadt Wolfsburg. Hier steht euer Auto drin, bevor es dann unten in die Auslieferungshalle sozusagen kommt und vorbereitet wird für euch. Auch eine sehr interessante Sache. Wir haben hier viel gerade erfahren und gelernt, auch über die Stadt Wolfsburg zum Beispiel, aber auch über die verschiedenen Fahrzeuge. Wie funktioniert das hier? Wo steht welches Fahrzeug? Wie wird welches Fahrzeug erkannt zum Beispiel? Jedes Auto hat einen kleinen Transponder am Innenspiegel, ne, wird damit dann eben geortet und damit das System eben weiß, wo ist euer Auto, ne, und wie kommt es am schnellsten dann am Ende zu euch. Ne? Wenn ihr in der Autostadt seid und zum Beispiel gerade von einer Attraktion kommt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch in ein Restaurant einkehren. Gibt es hier ganz viele. Amano oder Grüne zum Beispiel. Ihr könnt Pizza essen, ihr könnt andere Sachen essen. Aber ihr solltet auf jeden Fall auch mal die klassischen VW-Currywurst probieren. Die gibt es hier zum Beispiel, ne? Ihr seht sie hier auf unseren Tabletts. Die werden wir jetzt gemeinsam verspeisen, bevor es weitergeht zur nächsten Tour oder zum nächsten Punkt unserer Tour hier in der Autostadt. Wir laufen gerade inmitten der vielen Volkswagen-Modelle. Interessante neue Fahrzeuge, wie zum Beispiel der GTI Clubsport hier hinter uns. Und viele weitere, die ihr auch teilweise schon auf dem Kanal hier gesehen habt bei 4 Rädern. Zum Beispiel der neue Passat, den haben wir da nochmal als E-Hybrid, ganz interessant. Vorne steht auch ein schöner ID7, den ihr jetzt gerade nicht seht, in einer interessanten Farbe. Deswegen gehen wir nochmal hin, der ist nämlich in dem Blau gehalten, was mir sehr gut gefällt. Da drehe ich mich einmal für euch. Und da seht ihr hinten den nochmal, ne? Die Farbe finde ich ganz gut. Wir lassen aber die Autos mit den schönen Farben hier. Denn wir haben jetzt noch eine andere Mission und die seht ihr gleich. Dazu müssen wir einmal quer rüber über die Stadtbrücke und dann deren Mitte einmal nach unten. Ihr könnt gespannt sein. Ja, willkommen auf dem Offroad-Parcours. Wir starten mal. Ihr schaut jetzt zu. Ich bin äußerst gespannt. Wir sitzen in einem VW Amarok. Den habt ihr auch schon bei mir auf dem Kanal gesehen. Das fängt schon hier die erste Dings an. So, gut. Und das geht links weg. Gut, ich bleibe ja weiterhin in 4A. Ne? Das bleibt alles so, wie es ist. Ich verrate jetzt mal, es sind so rund 30 cm. Ja. Okay, wobei die Wassertiefe, sprich die Wartiefe, die ihr durchfahren könnte, mehr als dem Doppelten entspricht. Ja, stimmt. 80 cm. Ja, krass. Links dann, der erste Steigungshügel. Geradeaus hoch, 20 Grad Steigung. Und es geht so leicht nach rechts weg. Bremsen. Und mit der Geschwindigkeit, mit der es kontrolliert hinuntergehen soll, einfach mal den Fuß von der Bremse wegnehmen. Und den Effekt wollte ich eigentlich rückwärts auch zeigen. Ja, verstehe. Ja. Oh ja, ja, dann auf zum Verschränkungsmodul. Genau, kurz vorher dann davor kurz stehen bleiben, ja, in den Leerlauf gehen.
mal bis ran. In die Untersetzung. Und ganz wichtig, bitte die hintere Differentialsperre aktivieren. Genau. So, also ich bremse. Leerlauf haben wir. Dann haben wir über Moment warten. Erst wenn es leuchtet, dann kann weitergedreht werden. Jawohl. So. Und dann einmal die Taste für die hintere Differentialsperre. Jawohl. Dann wieder auf D. Ja, Fuß merkt man, ne? Genau. Fuß von der Bremse weg und im Prinzip gemütlich hindurchrollen, um diesen Punkt zu verdeutlichen bzw. zu verstärken. Abrupt bremsen gerne, wenn ich jetzt sage, beim ersten Rücker passiert noch gar nichts. Ja. Dann hat man dieses Wippen. Gerne mal leicht Gas geben. Und bremse. Und damit hat man es sehr schön zu schwören. Da hat man schön das kleine Karussell, könnte man sagen. Dann links wieder der Höcker. Jetzt gehen wir auf der Beifahrerseite leicht hoch. Räder geradeaus. Und, sind wir schon gekippt. Bremse. Das wollen wir vielleicht ein bisschen provozieren. Ah, nee, doch. Ah, leicht, leicht. Dann bitte wieder stehen bleiben in den Leerlauf. Raus aus der Untersetzung hinein in den Standard-Allradantrieb. Und dann heißt es die Treppe geradeaus hoch, schräg hoch, Slalom hoch. Stufe für Stufe mit 10 km/h. Wie gewollt, wie gewünscht. Und auf der anderen Seite geht es mit Treppenstufen auch wieder runter. Ja, dann auf zum Seitenneigungsmodul. Oh ja. 27, 28 Grad erwarten uns. Wobei unten links ist es noch ein bisschen flacher. Glaube ich, ne? Ich wollte gerade fragen, wo ich am besten fahren sollte. Wie gewollt, wie gewünscht. Ja. Eine Bitte habe ich nur, unterhalb dieser Lampen zu bleiben. Diese UFO-förmigen Gebilde hier auf der rechten Seite, ja, weil dahinter hört das Modul auf, schlagartig. Und jetzt ist auch sehr schön zu spüren, dieser Unterschied, mit den eigenen Händen das Lenkrad festzuhalten oder eben sich dem fahrerischen Geschehen eines anderen aussetzen zu müssen. Das stimmt. Ja. Sorry für da hinten. Aber ja, dass wir das einfach so macht, ne? Das ist schon krass. Ja, und nicht mal grenzwertig mit 28, 29 Grad. Was darf man? Was darf der? 30 Grad. 30 Grad. Genau. Angebremst hinein und dann, ich sag mal mehr oder weniger, im Standgas hindurch, wobei ich gestehen muss, ich hatte auch einen ganz sanften Druck aufs Gaspedal ausgeübt, um einfach zu gewährleisten, dass wir uns permanent in der Bewegung befinden. Ja, falls da also mal ein Stein liegt, der mehr Rollwiderstand bietet als ein anderer, dass ich davor nicht stehen bleibe, den gleich mit überrolle. Brauchen wir noch fast hier, habe ich gerade. Man muss nur Standgas. Das ist fast zu wenig. So, wo ich hier fahre, darf ich auch so? Ja. Haben die weißen Markierungen einen Sinn? Das sind eigentlich Lampen. Also Lampen, ach so. Weil wenn wir auch im Dunkeln fahren, dass wir so ein bisschen Orientierung haben. Ja, verstehe. Die sind jetzt bei der Tageszeit noch nicht aktiv. Soll ich nochmal auch eine Schleife fahren? Ja, gerne. Gerne jetzt hier oben mal lang. Ja, also an der wenn gewollt. Sozusagen. Ja, genau. Den Stein kann ich unbedingt nicht mehr fahren. Den können wir mitnehmen. Das Wichtige ist immer, in Bewegung mit den bleiben. Rädern drüber fahren, ja. Ja. Zu schnell, Räder geradeaus. Jawohl, so bleiben. So bleiben. Jetzt sanft nach rechts einlenken. So, nicht ganz so schnell, genau. Dann kommen nämlich vorne wieder die anderen Steine, Räder geradeaus. Wichtig ist, Vorderrad, Hinterrad auf der gleichen Seite. Das wollen wir uns hier nicht. Ja. In dem Fall das Trittbrett. Ja, verstehe. Oder beim Tuareg den Schweller eindrücken. Ja, dann sich gerne schon mal an die Wippe rantasten. Bis wir da sind, sollte die sich eingependelt haben. Und pirschen. Und dann mit gleichmäßigem Gas geben, geradeaus hoch. Mhm. Orientiert hatte ich mich übrigens vorne links rechts an den letzten Streben. Ja. Links mit den Bäumen, rechts mit den Schornsteinen des Kraftwerks ins Verhältnis gesetzt, um zu erkennen, wann sich die Wippe absenkt. Ja. Sprich, ich habe mir ein Objekt gesucht, was ich nicht bewegen kann. Ja, stimmt. Um dann zu erkennen, wann sich die Wippe bewegt. Funktioniert auch mit den Stahlseilen und den Hochspannungsleitungen. Also der Wagen hängt auch wirklich sehr gut am Gas. Ja. Er trägt das wunderbar. So, viel fehlt nicht mehr. So, viel sei schon mal verraten. Ne? Ja, gezockt hat sie schon. Und da. Runter vom Gas, jawohl. Und jetzt schön auf der Brücke, beim Sohlauf bleiben. Mhm. Jawohl.
So, super. Gut, einen Zug runterfahren, ne? Komplett runter von der Bremse, maximal 4 km/h wären wir aus dem Stand schnell, wenn wir die Bergabfahrhilfe aktiviert haben. Die hilft wirklich. Also die und jetzt ruhig Gas geben und erstmal weg. Dann kann die Hüppe wieder hoch. Also ich auch hier nochmal vor Auge halten, der Wagen gleicht derartige Unebenheiten komplett mit dem Fahrwerk aus. Wo andere Fahrzeuge teilweise schon derartige Belastung auf die Karosserie erfahren, dass es nicht mal mehr möglich ist, die Tür aufzumachen. Wenn das so wenig verbindungssteif ist, ne? Richtig. Ja, zweiter Steigungshügel, 30 Grad Steigung bei in Anführungszeichen. Roundabout 25 Grad Böschungswinkel, also eher ranrollen und erst wenn die Vorderräder gegen die Hügel kommen, dann bitte gleichmäßig Gas geben und geradeaus hoch. Das ist das, was ich meinte. Da gibt es eine Stelle, die muss man erstmal treffen. Da haben wir sie. Alles gut. Hier, hier oben gerne kurz stehen bleiben, Aussicht genießen. Ansonsten geht es auch mit 30 Grad Gefälle gleich wieder runter. Anbremsen, Fuß von der Bremse weg. Und einfach mal rollen lassen. Und so lange rollen lassen, bis auch die Hinterachse wieder in der Waagerechten ist. Ach ja, das Interessante ist, kommt ja. Ja, hin zum allerletzten Hindernis. Damals ein bisschen diagonal rüberfahren, ne? Ja. Das war am besten. Okay. Also nicht so. Die einen sagen am besten, die anderen sagen am wenigsten schlimm. Ja, genau. Also, wir können es ja so machen, er entscheidet, wenn gerade gefahren wird, was dann sinnvoller ist, beziehungsweise an- oder unangenehmer. Ich halte mich jetzt. Große Bitte ist, immer dafür Sorge zu tragen, ein Rad nach dem anderen, Stamm für Stamm. Und wenn wir es ausprobieren wollen, gerne die letzten zwei mal gerade fahren. Und dann er das hinten ganz anders wahrnehmen. Zack! Oh. Ja, das war gerade. Ja, super. Nochmal, soll ich mal zurücksetzen? Unbedingt. Dieses Erlebnis müsst ihr unbedingt mal mitmachen. Der Offroad-Parcours, gerade mit den größeren Fahrzeugen wie dem Touareg oder dem Amarok, das ist super cool. Ihr habt wirklich ein paar Stellen, die Baumstämme zum Beispiel, auch gerade für meinen Mitfahrer Mike waren die am krassesten. Ich fand hinten die Schleife zu fahren mit der mit der Neigung und den Steinen nochmal extra drunter, das war nochmal krass. Kleiner Hinweis von meiner Seite, versucht's mal, wenn ihr hier seid, rückwärts einparken auf den Baumstämmen. Das ist der Geheimtipp, sage ich euch. Das ist der Geheimtipp. Und vielleicht wäre es eine Variante, bucht die Fahrt vor dem Essen, oder? Ja, das war es. Ich dachte, es wäre schlimmer, aber es ging jetzt mit dem Wagen. Es war alles gut. Zurück vom Offroad-Parcours sind wir wieder in der Autostadt angekommen. Nur einmal über den Fluss, über die Brücke gegangen, quasi über den Kanal. Und jetzt schauen wir uns ganz in Ruhe noch zwei Markenpavillons an. Alle werden wir uns nicht ansehen. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, einmal den Volkswagen-Pavillon, ne, mit den GTX-Modellen drin zum Beispiel. Jetzt gehen wir woanders hin, das zeige ich euch jetzt mal von vorn. Denn wir gehen jetzt in den Porsche-Pavillon. Und ich dachte, das sieht aus wie eine Auster. Ist aber keine Auster. Das ist die Form eines Porsche 911. Hätte ich das nicht erkennen können. Ne? Das hat sich zum Beispiel der Mike gewünscht, dass wir hier reingehen. Ich habe mich anderen noch gewünscht. Da gehen wir gleich noch hin. Den will ich euch noch zeigen. Den kenne ich mir schon. Den finde ich schon sehr interessant. Und ich glaube, Mike, da oben können wir reingehen. Ja. Apropos Austern. Ich glaube, zumindest mit einer Sache wirst du richtig liegen. Denn ich denke, da drin sind auch ein paar hübsche Perlen versteckt. Wegen Austern. Haben auch so einen Perlen, ich glaube schon, oder? Muss man das weiter kommentieren? Ich glaube nicht. Wir haben hier, Mike, zwei vollelektrische Exemplare. Wir haben da einmal den neuen Macan, da einmal den Taycan. Wo willst du beginnen, Mike? Welchen willst du jetzt? Mit dem hässlichen? Ja, nein. Also. Meinst du den Macan eventuell? Das also, ich finde, die Farbe unterstützt ihn jetzt nicht unbedingt. Nein, das ist durchaus richtig. Die ausgefallene Farben hin oder her, das ist schon. Ja, das ist durchaus richtig. Also ich finde vor allem die Frontpartie jetzt nicht so toll mit diesen separaten Leuchten, muss ich sagen. Ne? Ja. Also die oberen kennt man ja schon spätestens vom Taycan, also sozusagen der hier auch. Aber ja, das weiß ich nicht. Und diese starke Lippe hier unten, ne? Die ist auch kräftig, ne? Kennst du meine Meinung zu SUVs generell? Wir haben witzigerweise gerade eben über Kombi oder SUV gesprochen. Ja, da habe ich erzählt, dass viele
Kombis von SUVs abgelöst worden. Und das haben wir ja eigentlich beides hier stehen. Ihr seht den Vergleich jetzt hier. Da haben wir ein Kombi, wenn man so möchte, als Taycan. Ne? Und hier die Macan als SUV. Was meinst du dazu, Mike? Was würdest du wählen? Also meine ehrliche Meinung ist, Porsche als SUV sollte ein Verbrechen sein. Ist meine Meinung. Ich will niemanden triggern, der SUVs mag. Alles cool. Aber das geht komplett gegen meine Grundprinzipien. Geht es? Obwohl ich irgendwie ein Fan bin vom ersten Cayenne, muss ich sagen. Das ist, also das, auf den wollte ich auch noch zu sprechen kommen, da fängt es bei mir auch schon an. Also das war der Anfang vom Ende. Für mich ja, persönlich. Also nimmt meine Meinung nicht zu ernst. Ne? Ich komme halt vom Motorsportbereich und jetzt nicht so vom normalen Serienauto, ne, was auf der Straße fährt. Deswegen alles mit kleinen Augenzwinkern hier nehmen. Aber es geht dir mehr entgegen. Ne? Du hast ein sportliches Auto, du willst schnell fahren, du willst eine gute Aerodynamik haben, baust ein SUV. Ne? Ja. Das ist ein bisschen gegensätzlich, ne, muss man sagen. Der gefällt mir hier ja gerade, das müsste ein Sporttourismus sein. Gar nicht schlecht eigentlich. Ja, ich glaube, ich finde es nicht so raus. Weil das ist so artig. Das ist schon auch eher mein Fall. Also. Ja, ne? Schön flach, schön tief. Ne? Das gefällt mir auch, muss ich sagen. Und das ist genau der Unterschied, finde ich, in der Frontpartie zum Macan. Ja, die wo Front unten ist. Nochmal diese Zusatzleuchten sind. Und die hast du nicht. Und da das wirkt das viel cleaner, viel schöner, finde ich. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem von den beiden, dann auf jeden Fall den Taycan. Wahrscheinlich dann aber auch in einer anderen Farbe. In der Tat, ja. Ich bin eh nicht so der Fan von den Grautönen, die so ein bisschen aussehen wie die Grundierung, ist meine Meinung. Ja, sind beide so ein bisschen pastellartige Töne hier auch, genau. Ja. Die Lila und dieses graue, hellbläuliche, babybläuliche sind pastellig. Oh, es wird etwas dunkler hier. Wir gucken uns trotzdem nochmal die klassischen Modelle an. Guck mal, davon kennst du sicherlich auch ein paar. Mhm. Guck mal, den da vorne, 919 Hybrid. Kennst wahrscheinlich du eher als ich. Ja, der 919 Hybrid, Le Mans-Sieger. Ich habe einen traurigen Mitreisenden bei mir. Der ist nämlich enttäuscht vom Porsche Pavillon. Muss man wirklich sagen. Sag nochmal, Mike, warum bist du enttäuscht? Also, wie gesagt, der Macan habe ich ja, glaube ich, genug zu gesagt. Ist gar nicht mein Fall. Der Taycan hat so ein bisschen retten können, sage ich mal. aber wenn ich dann mein Highlight beschreiben muss, dann sind es die silbernen Kleinmodelle von den für mich persönlich ikonischen Porsche-Autos der Vergangenheit gewesen. Davon halt eins in Realabbildung wäre halt richtig cool gewesen für mich persönlich. Mhm. Fun Fact, den gerade Mike geliefert hat. Er hat gefragt, heißt es denn Skoda, heißt es Skoda? Ne? Und ich habe gesagt, es heißt eigentlich Skoda, es nennt aber keiner so, deswegen sage ich in meinen Videos auch immer Skoda. Und er sagte dann, es gibt im Polnischen das Wort Skoda und das hieß nochmal? Ja, so viel wie schade. Schade. Jetzt, dass das für eine Verbindung ist, die finde ich sehr interessant. Wir gucken uns mal an, was denn schade so zu bieten hat. Wir sind angekommen bei, ich bleibe bei Skoda. Und hier haben wir zum Beispiel die Anfänger von Skoda. Ein Fahrrad, weil das ist nämlich so, das hat Laurin und Clement, ne? Die beiden haben damit angefangen, ne? Wir sehen hier, Václav Laurin und Václav Clement, ne? Ich weiß nicht, ob so gedacht, dass einer hier einen Akzent drauf hat und einer nicht, aber so begann das alles mit einem simplen Fahrrad. Wir gucken uns aber erstmal an, was die jetzt an Autos zu bieten haben. Wenn ihr vier Räder öfter verfolgt, dann kennt ihr dieses Modell auch schon. Aber als normalen Enyaq, obwohl den AS hatte ich auch schon mal im Test, in dieser Farbe da hinten, da steht er in diesem schicken Grün. Was würdest du zu dieser Farbe sagen, Mike, zu diesem netten Grün von dem Octavia da hinten? Ja, also zur passenden Gelegenheit kann so ein schönes Giftgrün mal ganz cool sein. Kann man schon machen. Ne? Ich wäre bei dem Blauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich bei Skoda auch immer gut. Ne? Hier haben wir den als Enyaq RS, auch die sportliche Variante. Ne? Interessanterweise, Mike, der gleiche Unterbau wie mein Testwagen, wie der ID.7. Ne? Der modulare Elektrifizierungsbaukasten. Und mit dem Enyaq, mit dem letzten Enyaq, bist du sogar schon mal mitgefahren. Weißt du, wohin? Sind wir damit nicht zur BYD gefahren? Richtig. Ja, ne? Richtig. Der Kandidat hat 100 Punkte. Wir gucken uns mal die weiteren Fahrzeuge an. So, Mike geht gleich aufs richtige Auto zu, weil der, das hat mich gerade am meisten, den muss ich ja noch testen für euch auf jeden Fall, den habe ich noch nicht gehabt. Das ist der neue Octavia. Der Octavia hat jetzt hier so ein neues Leuchtenband bekommen, das geht so ein bisschen in den Stoßfänger.
rein von der Sache her gefiel mir der Vorgänger schon sehr gut, um nicht zu sagen, der gefällt mir schlechter hier, aber er ist anders, finde ich. Ich hatte auch Mike vorher versprochen, dass bei Skoda ganz viele verschiedene kleine Modellautos am Fenster stehen. Tun leider nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Da war nämlich die ganze Skoda-Geschichte abgebildet. Jetzt haben wir hier hinter mir noch ein paar Modellautos. Ihr seht es hier unten rechts. Das sind aktuelle Modelle allerdings, oder fast aktuelle Modelle. Aber ich fand das davor echt schön, muss ich sagen. Hier haben wir so ja, wunderbare Trimdicht-Fahrräder. Das hat aber einen Grund, weil Skoda ja schon ganz lange Sponsor der Radrennen ist, zum Beispiel der Tour de France, ne? Und damit fährt mit verschiedenen Fahrzeugen, dann mit zig Fahrrädern auf dem Dach, so als Ersatzfahrräder und so weiter. Ne? Und das zeigen die halt auch ein bisschen. Oder könnt ihr auch noch eure körperliche Fitness ein bisschen prüfen. Wir kommen von da drinnen, vom Skoda-Pavillon. Ich lasse gerne meinen Kollegen Mike das Ganze einmal beurteilen. Wie hat dir Skoda gefallen? Auch im Vergleich zu Porsche vielleicht? Ja, tatsächlich von dem, was mir versprochen hatte, besser als Porsche. Eigentlich, wir haben es gerade auch nochmal mit den Mitarbeitern dort beim Ausgang besprochen, ein sehr passendes Bild zu dem, wofür die Marke, glaube ich, steht. Mhm. Ne? Diese Familienfreundlichkeit. Wir kommen schon zu unserem letzten Punkt in der Autostadt in Wolfsburg. Ne? Also klar, das Video wird wieder ein bisschen lang sein, ne? Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem bis jetzt dran. Wir gehen jetzt ins Zeithaus. Das ist eigentlich das eigentliche Automuseum hier, könnte man sagen. Ne? Und da bin ich mal sehr gespannt, auch wie Mike die Ausstellung findet, weil ich kenne die Ausstellung teilweise schon und wir gucken uns gleich mal ein bisschen um. Ja, keine gute Idee, da einmal eben hochkant zu filmen. Ich muss natürlich für euch hier im Querformat filmen, das ist mir gerade mal aufgefallen. Wir haben uns nämlich gerade schon gemeinsam hier diesen schönen Mercedes-Patente-Motorwagen angesehen. Mike hat die Frage gestellt, wie lange wir bräuchten, wenn wir mit diesem Auto nach Hause fahren würden. Hm? Ja. Wir haben herausgefunden, das Fahrzeug fährt 16 km/h, also 16 Kilometer in der Stunde. Wir würden lange brauchen, haben wir einfach festgehalten. Wir tanken wahrscheinlich so einen schönen Tag. Aber gut, wir gehen mal weiter in die nächsten Modelle. Ne? Hier haben wir erstmal schöne klassische Fahrzeuge. Ein Laurin Clement wieder hier, ein Skoda-Vorläufer könnte man sagen. Ne? Auch ganz klassisch natürlich, der Volkswagen Käfer. Ne? Hier eine ganz frühe Variante. Ne? Hier das letzte Modell, der Ultima Edition, ne? Von 2003. Ne? Interessanterweise steht... 2003 wurde der noch, ja, ja, in der Tat, nicht hier, sondern auch in Mexiko, ne? Puebla. Genau. Das ist das allerletzte Exemplar hier. Der vorletzte steht interessanterweise in der Tiefgarage von der Autobild in Hamburg. Das vorletzte Exemplar hier ist das allerletzte Exemplar ausgestellt. Ne? War wirklich ein Ende der Ära, ne? Des VW Käfer. Vorne super, vor 350 Kilo ist natürlich spitze. Das ist wenig, das ist wenig, ne? Gut, aber was ist da auch dran, ne? Also. In die Felgen erinnere mich etwas an Mini. Ist das ein Zufall? Gut, das Modell kenne ich jetzt sogar wiederum. Das ist ein Scirocco. Unverkennbar. Aber natürlich in einer ganz besonderen 75? Variante. Ja, 75er. Von Gruppe 2, ja. Das heißt, das Auto ist mal rallye gefahren. Wir sprechen gerade hier über die wunderbaren Heckflossen, dieses Cadillac Eldorado, die wir hier haben. Ne? Sagt der Mike, finde ich auch ganz cool. Na ja, das kommt auch durchaus hin. Ne? Und hier müssen wir sehen, wie groß dieses Auto überhaupt ist. Wir müssen es mal abschreiten, theoretisch, wie lang dieses Auto hier ist. Das ist wirklich heftig. Mein Fall ist aber auch dieser Oldsmobile, der hier steht, Tornado. Auch eine Marke, die es leider nicht mehr gibt, Oldsmobile. Das ist ein bisschen untergegangen damals als amerikanischer Autobauer. Ne? Der gefällt mir auch echt, muss ich sagen. Die waren auch immer technisch sehr, sehr neu dabei, hatten viele Neuerungen zum Beispiel. Ein Auto, was ich mir jedes Mal hier ansehe, wenn ich im Zeithaus bin, ist auf jeden Fall die Citroën DS, die Göttin. Ein wunderbares Fahrzeug, finde ich. Da wird wirklich Göttin genannt, Mike, ist so. Ja. Na? Die DS, ne? Also ein sehr, sehr schönes Auto, hatte ein besonderes Fahrwerk, die Hydropneumatik, ein sehr, sehr weiches Fahrwerk zum Beispiel. Ne? Hatte auch wiederum ein ganz anderes Bremssystem, ne? Mit so einer... ja, mit so einem Ballon, wo man quasi drauf treten musste als Bremse. Das ist ganz kurios, ne? Ein sehr, sehr interessantes Auto. Auch dieses Einspeichern-Lenkrad müsst ihr euch mal ansehen, ne? Sehr, sehr besonders. Ich finde diesen Stil damals zu der Zeit so interessant, dass man quasi die Hinterreifen so zur Hälfte oder teilweise sogar noch mehr bedeckt, komplett mit der Karosserie und die Vorderreifen quasi frei lässt.
Lamborghini hat hier nochmal so eine kleine Sonderausstellung, weil die momentan nicht hier in einem Pavillon mit drin sind. Ne? Da haben wir hier einen klassischen Countach zum Beispiel, da einen Urus, eigentlich zwei ganz unterschiedliche Fahrzeuge, wie ich finde. Und nochmal Cerato daneben zum Beispiel. Ne? Also auch wirklich besondere Fahrzeuge hier von Lamborghini. Ja, das ist auch, also der hier vor allem und auch der Diablo, ich glaube, den sehen wir auch gleich noch. Ne? Glaube ja. Zwei meine absoluten Lieblingsautos aus meiner Kindheit damals. Sehr, sehr gerne in Videospielen, in Rennspielen. Wir haben gerade darüber gesprochen, was ganz interessant ist, wie die Autos hier angeordnet sind. Wir haben die nicht groß nach Jahreszahlen, sondern mehr nach Themenbereichen. Kleinfamilie zum Beispiel, Turbomodelle. Ne? Das finde ich ja auch ganz interessant, das ist Maike aufgefallen. Ne? Man konnte nicht wirklich vorhersagen, welches Auto kommt als nächstes. Ne? Man kann immer wieder aufs Neue überrascht werden. Ne? Zum Beispiel hier drei Fahrzeuge, NSU O80, der XL1 zum Beispiel von VW, um nur zwei zu nennen. Ne? Die eigentlich so erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, wenn man genauer überlegt, dann aber schon. Wir sind angekommen beim Lamborghini Diablo, ein sehr interessantes Fahrzeug, findet Mike auch gerade hier. Ein ganz, ganz großer Klassiker. Ich fand die Gegenüberstellung auch mal interessant hier, weil wir auch da hinten einen Lamborghini haben, der sehr, sehr interessant designt ist, sehr, sehr elegant ist. Ne? Hier schon eher, ja, dieses heutige Designbild, könnte man sagen, von Lamborghini widerspiegelt. Ne? Das Martialische, finde ich, das Kräftige. Ne? Und hier doch ein sehr elegantes Fahrzeug. Das war das Zeithaus in der Volkswagen Autostadt. Ich habe da ein bisschen mit dem Handy gefilmt, weil ich bis der Akku sparen musste. Ich hoffe, ihr habt trotzdem alles gut mitbekommen und ihr konntet ein paar Autos sehen. Wir haben euch einen Bruchteil gezeigt. Es gibt ganz viele andere auch, die wir dann so angeschaut haben. Ne? Oder die man teilweise schon kennt. Was ist dir im Kopf geblieben, Mike? Welches Auto hättest du mitgenommen? Oh, auf jeden Fall einen von den beiden ikonischen Lamborghinis wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Vermutlich sogar den Diablo GT am Ende. Mhm. Ja, schon eins meiner Highlights. Aber auch ansonsten habe ich sehr, sehr viele schöne ältere Autos gesehen, die ich auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Die sehr, sehr eigen in ihrem Stil waren, aber einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert auch haben. Sehr schöne Autos im Zeithaus. Ich würde mir teilweise noch wünschen, dass die Ausstellungen teilweise etwas öfter rollierend sind, also man ein paar neue Autos sehen kann, auch ja, wenn man vielleicht die schon kennt. Ne? Für Mike war es jetzt ganz neu. Ich kannte die halt vorher schon und habe 99% der Autos halt schon gekannt. Trotzdem eine schöne Ausstellung, gerade wenn ihr das erste Mal hier seid, geht auf jeden Fall mal rein, schaut euch das Ganze an, nehmt euch die Zeit, lest auch ein bisschen was durch, weil ich finde, die wie die Autos sortiert sind auch cool, ne? Nach vier verschieden, also nicht einfach nach Jahren oder so, nach Epochen. Ja. Nach verschiedenen Beziehungskisten, das steht auch so dran. Ne? Irgendwie gibt es immer eine Beziehung zwischen den Autos, sei es die Aerodynamik, sei es der Designer zum Beispiel. Sehr interessant. Das Ende unseres Autostadtbesuches ist da. Wir gehen zum Parkplatz. Hoffen, der ID.7 wird vollgeladen, aber mittlerweile müsste das der Fall sein. Feedback, Mike, wie fandest du den Besuch in der Autostadt? Ich fand ihn sehr schön, muss ich sagen. Also ich habe mich ja extra vorher nicht groß spoilern lassen wollen. Um möglichst unvoreingenommen und halt auch überrascht dann zu werden. Und ja, ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal einen Besuch abzustatten. Mhm. Man kann locker einen ganzen Tag hier verbringen. Also, ich hatte mal vorhin gefragt, ich schätze, wir haben so um die zwei Drittel der gesamten Autostadt grob gesehen. Haben uns jetzt auch nicht groß beeilt, ne? Haben uns Zeit genommen für alles, was wir uns im Detail angeschaut haben. Aber ich glaube, hier ist, selbst wenn man jetzt nicht den allergrößten Automobilbezug hat, ist hier, glaube ich, für jeden irgendwie was dabei, was einen abholt, ja, woran man seine Freude, seinen Spaß dran findet. Und ja. Wir stehen schon vor dem ID.7. Ihr seht ihn nicht, weil er direkt vor uns steht. Wir schwingen uns gleich rein, melden uns nochmal vom Auto auf jeden Fall, stöpseln gleich hier auf jeden Fall ab und dann geht's auf die Autobahn. Mein Feedback noch auf jeden Fall, lohnt sich immer wieder, es war nicht mein erstes Mal in der Autostadt. Die Offroad-Sache war eine krasse Sache, fand ich. Das hat riesen Spaß gemacht, bei dem Amarok da zu fahren. Auch als Beifahrer ganz cool. Ja, ja. Ja, Mike saß hinten, hat gefilmt. Ne? Das war eine besondere Sache, auch für ihn auf jeden Fall. Genau, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt geht's los. Wir sind im Fahrzeug, haben hier schlanke 6 Stunden geladen und der Akku ist zu 100% gefüllt. Das freut mich gerade sehr. Ich schaue mal, ob ich nochmal die Ladekarte brauche zum Entriegeln.
Laden passiert durch Fahrzeug. Oh, das sieht ganz gut aus. Dann werde ich das Ladekabel hier auch gleich abstöpseln können. Genau. Ist einmal alles hier weiß. Ich roll das gleich einmal für euch ein hier, ne, damit wie sich das gehört. Und dann geht's gleich weiter. Auto hat 100%. Und wie das Ganze im Auto aussieht, ihr seht schon, 526 Kilometer steht jetzt drauf, 100%. Wir gucken mal, wie sich der Verbrauch so entwickelt. Ich roll mir ein bisschen ein und dann sehen wir uns gleich im Auto. So ihr Lieben, wir sitzen im Auto. Da es vorhin nicht funktioniert hat, zeige ich euch nochmal die Routenführung, wie man es eingeben kann. Jetzt habe ich nämlich die Kamera sogar an, sie läuft sogar. Ich tippe einmal auf OK und nutze wieder Hallo Ida. Navigiere mich bitte in die Grimmstraße nach Lichtenrade. Es sind mehrere Suchergebnisse vorhanden. Bitte wähle einen Eintrag aus der Liste aus. Zeile 1. Zeile 1. Berlin, Grimmstraße. Los geht's. Bitte 50 Meter dem Straßenverlauf folgen. Jetzt links abbiegen. Los geht's, so soll's sein. Wir sehen jetzt hier auf dem Navi, wir haben 232 Kilometer vor uns, kommen 19.28 Uhr an. So schon wie gedacht. Ne? Er würde mir jetzt auch Ladestops einplanen, wenn ich welche bräuchte. Da wir hier aber gerade wunderbarerweise in der Autostadt geladen haben, haben wir jetzt noch gerade 100% im Akku, 490 Kilometer. Er hat schon ordentlich runtergerechnet eben, weil wir wieder Autobahn fahren, wir brauchen wieder mehr Strom. Ganz typisch, ne? Also würde ich sagen, geht's jetzt los. Derweil, Mike, können wir nochmal das Auto auswerten. Du standest vorhin noch am ID7, hast dir noch ein bisschen das Auto angesehen. Du hattest noch gesagt, wie der dir so gefällt. Wolltest nochmal Richtung was zum Design loslassen, glaube ich. Hast du was gesagt? Ja. Also, da lief die Kamera leider nämlich nicht. Wie gesagt, auch nur meine ganz persönliche eigene Meinung. Frontparty gefällt mir optisch sehr, sehr gut tatsächlich. Mhm. Hat ein schönes ansprechendes Design, die Front. Seitenparty auch ganz schick. Das Einzige, was also, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, was mich jetzt so persönlich nicht komplett abholt, ist so ein bisschen die Heckparty, das Design der Heckparty. Das wirkt vor allem, wenn man von hinten gerade drauf schaut, so ein bisschen zu kantig für meinen Geschmack. Dann bei näherer Betrachtung bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich von der großen langgezogenen Heckleuchte halten soll, die so ein bisschen also schon markant hervorsteht. Klar, finde ich sehr interessant, deswegen wollte ich das auch unbedingt nochmal, dass du sagen kannst, Mike, weil das Design ja immer eine wirklich sehr interessante Sache ist, ne? Sehr vielfältig sein kann. So auch beim ID7. Ne? Ich finde es interessant, dass du hinten gesagt hast auch, ne? Dass du, dass dir das nicht ganz so gefiel, ne? Mit diesen dreidimensionalen Leuchten da hinten. Ja. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, ne? Was durchaus polarisierend ist. Ne? Genau. Mir gefällt er wirklich gut, muss ich sagen. Ich finde ihn allerdings hier in der Variante am schönsten, mit diesem Black Style Paket, dass du hier diesen Bogen, du hast ihn sonst nämlich in Silber. Ah, hier ja. ist der Bogen halt in Schwarz. Ne? Und das wirkt nochmal deutlich eleganter, finde ich. Das glaube ich, ja. So silber, so auffällig jetzt ist. Rechts ne? abbiegen also ohne die silberne Variante gesehen zu haben, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das in Schwarz die bessere Wahl ist. Genau, wir schauen jetzt mal, wir fahren jetzt hier weiter in erstmal Richtung Braunschweig, dann wieder Richtung Berlin und gucken mal, wie sich der ID7 jetzt hier auf der Autobahn-Etappe macht. Ne? Ich denke mal, nicht schlechter als vorhin. Wir melden uns sicherlich mal auf den Weg. Lust auf eine kleine Geschichtsstunde. Wir fahren gerade durch den Stau. Das hat auch nichts mit der Geschichte zu tun, sondern wir fahren gerade über den ehemaligen Grenzübergang in Marienborn, der quasi ja, früher mal jetzt hier Westdeutschland, dort Ostdeutschland geteilt hat. Würde ich euch gleich mal zeigen, das ist ganz interessant. Derweil kann ich euch auch mal den ID7 noch ein bisschen näher bringen. Jetzt fahren hier gerade die LKWs in der Mitte, das ist auch sehr interessant, in der Mitte durch. Ja, wir haben jetzt gerade noch 89% im Akku, 446 Kilometer können wir noch fahren. Auto sagt gerade einen Verbrauch von nur 19,5 Kilowattstunden an, ist also noch ein bisschen runtergegangen. Finde ich ganz gut, ne? Hier im Stau verbraucht man nicht so viel. Wir
sitzen im ID7, haben gerade hinten einen sehr schönen Sonnenuntergang. Vorne haben wir, wenn ihr rechts oben seht, einen schönen Mond direkt vor uns und wir fahren ganz entspannt von der Autostadt zurück, haben noch 117 Kilometer vor uns und haben noch ganze 73% im Akku. Also das finde ich schon ganz ordentlich. Wir dürften jetzt, das kann ich ja für euch mal wirklich prüfen. Zack, ich gehe auf Auto, ich gehe auf Status. Ab Start, genau, ab Start habe ich gerade, wie viel bin ich gefahren? 116 Kilometer. Damit habe ich jetzt 27% verbraucht. Wenn wir jetzt ausgehen von einem 100% Akku, 25% ungefähr verbraucht, bei 100, sag ich mal, bringen wir auf 100 Kilometer aus, habe ich eine Reisereichweite mit dem Auto hier von 400 Kilometer bei 135 km/h, was ich jetzt auch durchgehend gefahren bin. Das finde ich sehr ordentlich, muss ich sagen. Ne? Dazu nebenbei bemerkt, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht so gemacht habe, dass ich jetzt für euch extra mal schnell gefahren bin, mal so schnell wie der Wagen kann, geguckt habe, was verbraucht er da. Weil nach Berlin wäre ich auf jeden Fall gekommen. Das hole ich vielleicht nochmal nach mit einem anderen Testwagen, vielleicht mit dem nächsten Volkswagen ID-Modell für euch. Da bin ich nochmal gespannt. Wir sind angekommen in der Dunkelheit. Ihr seht uns jetzt gerade sehr hell, weil ich die innere Beleuchtung an habe. Aber wir sind in der Dunkelheit angekommen und ich mache die Beleuchtung jetzt mal aus, denn ich will euch noch was anderes zeigen am ID7 Tourer. Wir haben nämlich hier die schönen IQ-Light Matrix LED-Scheinwerfer. Was können die denn? Die können den Gegenverkehr und die von mir vorausfahrenden partiell ausblenden. Also da könnt ihr jetzt mal ein bisschen zugucken. Ihr seht das ganz gut in der Leitplanke auf der linken Seite, wie er das da schafft, die mir entgegenkommenden auszublenden. Das macht er richtig gut, finde ich. Ich kann halt weiterhin mit Fernlicht fahren, habe einen schönen großen Lichtkegel, aber blende kein anderen. Das klappt in 98% aller Fälle. Die anderen sind teilweise LKW-Fahrer. Man sieht es da auf der linken Seite gerade. Da blendet er, ja, jetzt immer recht spät blendet er aus. Mag sein an dem Citroën DS, der mich überholt hat. Weil er da teilweise nicht erkennt, sind da Scheinwerfer? Ja, die sind leider ganz unten beim LKW. Das Fahrerhaus ist ganz oben. Er sieht die Scheinwerfer aber nicht und blendet daher nicht ab. Das finde ich da ein bisschen schade. Ansonsten finde ich das System wirklich richtig gut. Ich fahre da auch sehr gerne mit. Ich habe gerade eine Pausenempfehlung bekommen. Letzte Pause für 1:13. Ne? Pause brauche ich jetzt aber nicht. Habe einen Kaffee getrunken vorher. Nee, aber das finde ich eine echt gute Sache. Dieses Matrix LED. Ich würde es auf jeden Fall dazu bestellen beim ID7. Auch wenn so eine Assistenten nie perfekt sind, aber ich finde sie trotzdem auf jeden Fall sehr sinnvoll. Zieleinlauf, ihr Lieben, wir sind angekommen von unserer großen Tour mit dem neuen Volkswagen ID7 Tourer Pro S. Jetzt interessiert euch natürlich brennend, was haben wir jetzt an Akku verbraucht in unserer Rücktour? Und das ist eine ganz interessante Sache, denn wir haben jetzt genau 53% verbraucht. Ich zeige euch mal nochmal die Daten hier. Und Mike hatte sehr gut nachgerechnet, was es auf der Hintour war. Genau, da waren es 56%. Genau, wir haben jetzt also 3% weniger verbraucht. Ich meine, es liegt auf jeden Fall an der Temperatur. Wir hatten natürlich wärmere Temperaturen. Wir hatten hier 4 Grad teilweise bei der Hinfahrt. Ja. Deutlich wärmer als zum Beispiel, ne? Also das gefällt ihm besser. Ansonsten sind wir aber deutlich mehr Autobahn gefahren. Wir hatten ja die Umfahrt hin, die haben wir jetzt nicht mehr gehabt. Und ich bin durchschnittlich schon etwas schneller gefahren. Ich bin jetzt 98 km/h im Durchschnitt. Ich glaube, das war auch bei mehr der Hinfahrt weniger, weil ich eben über Land gefahren bin. Ne? Sehr interessante Sache und 19,2 Kilowattstunden verbraucht auf 100 Kilometer im Mix. Fazit zum ID7 Tourer: ein sehr bequemes Reiseauto auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt nicht mit einem Akku hin und zurück gekommen bin, das schaffen wir nicht. Klar, wir hätten jetzt ein Hypermining draus machen können, Klima aus, alles mögliche aus. Dann hätte ich es geschafft wahrscheinlich, mit 0% hier angekommen jetzt, aber es bringt es mir am Ende. Ne? Und da konnte ich so super laden, ohne Probleme, auch mit AC, schön langsam, schön schonend. Das hat mir auf jeden Fall gefallen, das würde ich da auch nochmal so machen. Genau. Mike, dein Fazit noch kurz zur Autostadt. Wir haben schon drüber gesprochen, ne? Was das Beste war. Würdest du nochmal einen Besuch in machen? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil wir aus gesicherten Quellen vorhin erfahren haben, dass, ich weiß nicht genau, wann eröffnet wird, aber wahrscheinlich in den nächsten Monaten
oder wahrscheinlich dann irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres, würde ich schätzen, soll nämlich der Motorsport, also ein Pavillon mit Motorsportbezug, eröffnen. Da wird gerade schon fleißig dran gearbeitet. Der würde mich natürlich zum Beispiel sehr, sehr brennend interessieren. Also alleine nur deswegen würde ich persönlich wahrscheinlich schon nochmal dahin fahren wollen. Mhm. Und ja, ansonsten, klar, würde ich mir auch nochmal gerne die Zeit nehmen wollen und nochmal die letzten Attraktionen quasi anschauen, die wir jetzt heute nicht zeitlich einbringen konnten. Deswegen, also von mir eine klare Empfehlung auf jeden Fall. Und ja, wir haben halt vorhin auch erfahren, also generell wird dort auch relativ viel umgestaltet, immer mal wieder in den Pavillons. Da kommen alte Sachen raus, Neues kommt wieder rein. Deswegen, also selbst wenn man da jetzt irgendwie nur alle 2 Jahre beispielsweise sich mal so einen Besuch vornimmt, wird man bestimmt nochmal einige Sachen neu vorfinden, die man nicht kannte. Also deswegen glaube ich schon, dass das sinnvoll wäre und sich lohnen würde. Ich denke auch, also Besuch lohnt sich auf jeden Fall nochmal. Gerade wie Mike eben sagte, Motorsportpavillon, eine coole Sache, wenn was sowas Neues auch reinkommt. Ne? Meine Kritik im Zeithaus, wäre schön, wenn da mal was Neues wäre, ne? Wenn man da was Neueres sehen würde. Ansonsten habe ich nicht viel Kritik. Die Preise sind okay, ne? Eintrittspreis 18 Euro, ja, es ist irgendwo hoch, klar, man macht das nicht sicherlich jeden Tag. Macht man hier sowieso nicht, wenn man es alle 12 Jahre macht, mal wenn die Fahrt dahin macht, aus Berlin vielleicht, ne? Hätte ich sicherlich damit kein Problem haben, mit diesem Preis, dem Eintrittspreis. Ne? Und es ist nicht nur was für Autofans, sondern nicht was für VW-Fans. Ne? Also es ist klar, es ist VW-lastig irgendwo. Ne? Du siehst halt immer die neuen Modelle und so weiter, die du auch kaufen sollst am Ende, ja. Aber trotzdem hast du so viel Kinderanimation, es wird sich gekümmert, die Leute sind nett. Du hast schönes Essen, was auch nicht so teuer ist preislich. Du hast Attraktionen und du hast ein Zeithaus, wo ganz viele verschiedene Autos sind, egal von welcher Marke, von welchem Konzern. Das finde ich halt super offen, super schön. Und das unterscheidet die Autostadt auf jeden Fall von ganz vielen anderen Automuseen, Autoabholerwelten, die ich jetzt mittlerweile schon kenne. Zum Beispiel Mercedes zum Beispiel, aber auch BMW in München. Da finde ich Autostadt wirklich meilenweit voraus, muss ich sagen. Ne? Das bieten die anderen so nicht. Genau. Das als Schlusswort zu unserer Tour. Mike, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch mal hier so hinter und vor den Kulissen von genau. Vier Rädern mal reinzuschnuppern. Ja. War sehr, sehr interessant der Tag und ja. Wie gesagt, danke, dass er dabei war. Super cool. Hat super cool geholfen beim Film. Ihr habt ihn oft auch gesehen in der Kamera. Ne? Das wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Ne? Also da bei der Seite könnt ihr weiter gespannt sein. Ist ein bisschen dynamischer vielleicht, auch wenn das Video zu lang geworden ist wieder. Ich glaube es garantiert, aber es ist einfach so. Wir wollten euch alles zeigen und das haben wir damit jetzt getan. Genau. Super, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ne, freue ich mich auf jeden Fall auf ein Gefällt mir, auf das Teilen des Videos mit euren Freunden und Bekannten und das weiterhin kostenfreie Abonnieren meines Kanals. Dann sehen wir uns mit dem nächsten Video, mit dem nächsten Testwagen, mit dem nächsten Special hier bei 4 Rädern. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Video.